Bormes gewinnt also das Derby mit 3:2 gegen Bichl und wir gratulieren den Meister, den FC Donnersbach zum Titel. Und so feiert der FC Donnersbach. Am Spielfeld hat jetzt Robin Stocker den Trainer von Ramos Wolkenberg bei sich. Wolfgang, du hast jetzt dein letztes Spiel als Trainer bei Ramos mit einem Derby-Sieg beendet. Ist das gut für die Mannschaft? Ja, es war jetzt generell nochmal ein persönlicher Abschluss für die ganze Mannschaft, weil wir heuer im Frühjahr wirklich einmal ganz gut gespielt, einmal ganz schlecht gespielt haben. Jetzt war es wichtig, dass das Derby nochmal gewinnst. Ist natürlich für Bichl schlecht gewesen. Aber ich wollte eigentlich das Jahr nochmal mit einem Sieg beenden. Und es ist uns gelungen, weil die Mannschaft wirklich das umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben. Und das war natürlich ganz wichtig. Und ja, freuen wir uns auf die 3 Punkte, auf eine schöne Abschlussparty. Und dann ist Sommerpause und dann werden wir einen guten neuen Trainer kriegen. Und war das der schönste Sieg bei Ramos als Trainer? Nein, es hat viele Momente gegeben mit Ramos, was wirklich schön waren und was wirklich schlecht waren, aber das gehört einfach in Fußball dazu. Und ich muss wirklich sagen, jetzt bin ich das zweite Mal rumgewesen. Es ist immer ein Erlebnis in Ramos, weil eigentlich viel da wird für die Mannschaft und das rundum vom Präsidenten und für die Fans. Und das ist wirklich angenehm arbeiten herum. Aber es gibt auch ein zweites Ding und das muss ich jetzt leider angehen. Okay, danke. Danke. Matthias Stocker hat jetzt Herwig Eichmann bei sich. Und was sagst du zu deiner Meisterschaft im ganzen Jahr? Ja, ich glaube, heute gespielt hat uns ein bisschen für uns entschädigt. Wir haben gezeigt, dass wir daheim unsere Spieler selber gewinnen, gell, da gewinnt keiner und feiert keinen 3-Meistertitel. So haben wir selber gehabt und so halten wir es auch weiterhin. Und ich höre gerade, dass Lukas Knaus auch noch die Schütterbrüder bei sich hat. Hallo, wir sind hier beim SVR-DB mit dem Dormo von Ramos in Matthias in Schütter. Und was sagst du zu dem Verlauf von der Meisterschaft? Ja, für uns nicht so optimal, weil wir nur Vierter waren sind oder so. Aber Hauptsache ein Gewinner, definitiv Meister. Und wie ist der so gegangen? Hast du wohl gefühlt? Ja, ich war ganz lässig, hat gut gepasst. Gespielt habe ich aber. Super. Und was sagst du zu dem Spiel? Ja, voll geil, voll spannend. Mir hat es voll getaugt, hat es im Spiel. Ach, Mist. Danke. Und da auch gleich sein Bruder, Christoph in Schütter. Hast du ja nicht so oft gespielt in der Saison? Nein, leider nicht. Und was sagst du in der Saison? Ja, ich sag schon, wir haben schon mehr Einsatzzeit gewünscht. Aber es kann ich nicht bestimmen. Jetzt ist die Saison vorbei und die nächste fängt bald wieder an. Wieder voll Gas geben. Und hoffst du, dass du jetzt mehr spielst? Ja, ich hoffe schon. Ich reise mit zusammen. Schauen wir, was rauskommt. Und der letzte Interviewgast ist Sepp Flötschinger. Hallo, wir sind da wieder bei SVR-TV mit dem Präsidenten in Flötschinger Sepp. Was sagst du zu der Saison? Ja, die Saison war für uns, für den SV Ramos Unterthal ein bisschen durchwachsen. Wir haben relativ gut angefangen, dann haben wir stark nachgelassen. Dann war eigentlich für Hirze, für das Frühjahr eigentlich alles drinnen. Wir hätten, wenn wir ein bisschen Glück gehabt hätten, auch noch durchaus Meister werden können. So einfach, als wir heuer, wird es wahrscheinlich so schnell nicht mehr gehen. Ungefähr so, als wir Sturmmeister waren, die haben es auch mit relativ wenig Punkten geschafft. Und wir haben es halt leider nicht geschafft, es ist oder so. Aber es ist halt wieder mal der Anspruch, Meister geworden. Und daheim sind wir am Markt, wir haben gegen Bichl gut gespielt, haben daheim gewonnen. Gratuliere, aber zum Meister hat es leider nicht gereicht. Vielleicht nächstes Jahr. Hättest du selber mehr erwartet? Nein, eigentlich schon. Als Obmann und als Präsident erwartet man sich sicher mehrer. Und ich habe mich schon gefreut, wo wir Meister geworden waren. Vor allem war es auch unseren Trainer verbunden. Also, dass er zu seinem Abschied noch mit dem Meister geworden war, hat es leider nicht geschafft. Aber irgendwie wird es schon wieder weitergehen. Und
Gibt es schon einen neuen Trainer oder gibt es schon Entscheidungen? Nein, es gibt noch keinen neuen Trainer. Die Entscheidung ist so, dass der Trainer erst letzte Woche gesagt hat, dass er nicht mehr kann, aus beruflichen Gründen, weil er bei der Planei einen Führungsposten hat und jetzt in Vorbereitungsarbeiten für die Weltmeisterschaft ziemlich engagiert ist und relativ wenig Zeit hat fürs Training, für unsere Mannschaft. Und hat er leider gesagt, dass er nicht mehr kann, aber wir müssen halt schauen. Wir werden sicher wieder einen guten Trainer finden. Mal schauen, vielleicht, weiß ich nicht, Felix Magath oder wer ist frei, keine Ahnung. Ja, okay. Danke, Lukas. Werfen wir einen Blick auf die Tabelle. Ramos wird also Vierter. Dank der Tordifferenz sichert sich Haus noch den Platz vor Ramos. Wir bedanken uns bei allen Interviewpartnern, beim Vorstand der Dorfmeisterschaft, bei den Schiedsrichtern und bei allen Fans für die vielen Kommentare. Wir verabschieden uns mit sensationellen Bildern von Pressefotograf Martin Huber und wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.